Wer hätte gedacht, dass eine Toilette eine so emotionale Szene inspirieren könnte? Vielleicht solltet ihr eine Rolle bereithalten, um euch die Tränen abzuwischen. Die Regenerationsepisoden von Doctor Who bieten immer einen erschütternden Abschied, der zum Weinen einlädt. Doch keiner hat den Nerv einer Fangemeinde so sehr getroffen wie der Abschied des 10. Doktors mit Rose Tyler. Rose, die oft als eine der besten Doctor Who-Begleiterinnen aller Zeiten angesehen wird, beendete ihre Zeitreise in der 2. Staffel der Doctor Who-Neuauflage. In der Folge Doomsday aus dem Jahre 2006 sind der Doktor und Rose zu sehen, wie sie um ihr Leben kämpfen, nachdem die Cybermen durch einen Riss im Universum gebrochen sind. Nach einem langen Kampf gegen die furchterregenden Metallmänner und die Daleks stürzt Rose durch den Bruch und wird für immer vom Doktor getrennt. Die Taschentücher müssen jetzt herhalten. Erst in den letzten gemeinsamen Momenten zeigt sich der wahre Herzschmerz. Dem Doktor gelingt es, ein Bild von sich selbst zu schicken, um Rose an einem Strand zu besuchen, und zwar in wahrhaft romantischer Manier. Die beiden verabschieden sich unter Tränen und der Doktor verschwindet, bevor er seine Abschiedsworte spricht. Das SFX Magazine wählte diese Szene im Jahre 2014 zum größten Sci-Fi-Moment aller Zeiten. Und die Fans waren von dem schmerzhaften Abschied des Duos zutiefst bewegt. Der Regisseur Graham Harper äußerte sich 10 Jahre später zu dieser Episode. Gerade als er beginnt, aus dieser Dimension zu verschwinden, ohne die Worte "Ich liebe dich" auszusprechen, verschwindet er völlig und hinterlässt eine am Boden zerstörte Rose und bricht uns allen damit das Herz. Rose Tyler. Eingefleischten Fans fällt es vielleicht nur schwer, den Tod einer Figur zu verkraften. Doch wenn ihr Ableben völlig aus heiterem Himmel kommt, können die Folgen umso unerträglicher sein. Das war auch der Fall beim Tod von Lexa in Staffel 3 der CW-Science-Fiction-Serie The 100. Nachdem sie von einer verirrten Kugel getroffen wurde, verliert Lexa zu viel Blut und stirbt kurz darauf. Da Clark die erste offizielle offen bisexuelle Hauptfigur von The CW ist, wurde die Entscheidung, die erste Frau zu töten, mit der die Zuschauer eine Beziehung sehen, von den Zuschauern sofort in Frage gestellt. Wie Culturist feststellte, neigen LGBTQIA+-Charaktere dazu, die Hauptlast des unnötigen Todes auf dem Bildschirm zu tragen, und viele Fans hatten das Gefühl, dass Lexa nur ein weiteres Opfer davon war. Die Reaktion der Fans war sogar so heftig, dass sich die The 100-Bosse offiziell entschuldigen mussten. Wie von E! Online berichtet, hat der ausführende Produzent Jason Rotenberg seine Entscheidung in einem offenen Brief an die Fans in Frage gestellt und mitgeteilt: "Ihre Beziehung war wichtiger, als selbst mir bewusst war. Und diese sehr wichtige Darstellung wurde durch eine verirrte Kugel weggenommen. Das ist ein vernichtendes Urteil über eine ansonsten erfolgreiche Show." Es mag die Liebe der Welt zu Kate Bush neu entfacht haben, doch die Auseinandersetzung zwischen Max und Wegner war genug, um jeden Stranger Things-Fan den Atem anhalten zu lassen. Nach der spannenden Flucht von Max aus den Fängen von Wegner am Ende von Volume 1 der 4. Staffel war die letzte Folge für die Zuschauer ein weiterer Schlag in die Magengrube. Sie bietet sich als Köder an, um Wegner so lange abzulenken, bis sein Körper getötet wird. Max' zweiter Versuch zu schweben endet damit, dass ihre Gliedmassen brechen und Blut aus ihren Augen fließt. Das ist schon eindringlich genug, auch ohne den zusätzlichen Schock, einen Fanliebling an der letzten Hürde scheitern zu sehen. Die Folge bietet viele Emotionen, jedoch nur wenige Antworten. Auch wenn der zweite Teil von Staffel 4 inzwischen zu Ende ist, denken die Fans immer noch sehr ausführlich über die Szene nach, in der Eleven ihre Kräfte einsetzt, um Max wiederzubeleben. Einige Zuschauer haben erklärt, dass Sadie Sink selbst etwas Besseres verdient hat, während mehrere Fantheorien darüber spekulieren, was die Duffer-Brüder als nächstes vorhaben könnten. Darüber hinaus glauben Redditoren, dass dies nur der Anfang von Max' Problemen sein könnte, was Gerüchte über Staffel 5 anheizt. Es ist eine uralte Geschichte. Ein Vampir verliebt sich in eine süße Vampirjägerin und die Vampirjägerin muss den Vampir in einer unangenehmen Überraschung umbringen. In Buffy im Bann der Dämonen Staffel 2 kehrt Angel in seine böse Rolle als Angelus zurück. Eines führt zum anderen und seine Seele wird wiederhergestellt, was ihn in den wohlwollenden Angel zurückverwandelt. Gerade noch rechtzeitig, damit Buffy ihn töten muss, um eine Höllendimension zu schließen und die Welt zu retten. In der Serie muss Buffy eine Menge edler Opfer für das Allgemeinwohl bringen. Das ist irgendwie ihr Ding. Ihr vorerst letzter Abschied ist genauso herzzerreißend, wie man es erwarten würde, und einige Fans halten die Szene immer noch für eine der emotionalsten der Serie. In den Sekunden vor Angels Tod sagt Buffy ihm, er solle seine Augen schließen, bevor sie ihn in die Hölle stößt. Danach muss sie in Tränen ausbrechen, während sie versucht zu verarbeiten, was sie tun musste.
Im Finale von Marvels TV-Sensation WandaVision wendet sich das Blatt für einen Superhelden, für den die Leute vielleicht schon Verachtung empfunden haben. In der ersten Staffel der Serie nutzt Wanda ihre Kräfte als Scarlet Witch, um eine ganze Stadt als Geisel zu nehmen, um sich das normale Leben zu schaffen, von dem sie immer geträumt hat. Und verwandelt sich von einer gefeierten Rächerin in eine egoistische Schurkin. An diesem Punkt ihrer Geschichte hat sie bereits einige Traumata erlebt, nämlich den Tod ihrer Eltern, ihres Bruders und ihres Freundes, der Androide ist, bei verschiedenen Ereignissen. Doch selbst Agatha Harkness verblasst im Vergleich dazu, wenn es um hinterhältige Pläne geht, die vielen Menschen schaden. Wanda erkennt in Episode 8, was bisher geschah, in der eine Rückblende gezeigt wird, in der Vision seine berühmte Liebe, die überdauert, Rede hält, wie weit sie über die Stränge geschlagen hat. But what is grief? If not love, persevering. Dies ist die Episode, in der Wanda zu erkennen beginnt, wie gefährlich sie wirklich sein kann. Die Fans brachten nach der Ausstrahlung der Folge in den sozialen Medien schnell ihren Kummer und ihre Emotionen zum Ausdruck, wobei Wandas Erkenntnis mit den Lügen des S.W.O.R.D.-Chefs Tyler Hayward zusammenhing. Das ist für jeden engagierten Fan eine Menge zu verkraften, doch die Traurigkeit könnte das Ergebnis wert sein. Die Zuschauer kommentierten, dass Wanda jetzt vielleicht als eine der stärksten Avengers im MCU gesehen werden könnte, was ihr einen emotionalen Wendepunkt gibt, der sowohl fehlerhaft als auch menschlich ist. Das Ende der Welt zu verhindern ist kein leichtes Unterfangen und manchmal sind ultimative Opfer notwendig. In The Umbrella Academy Staffel 2, 743 verlässt der geisterhafte Ben die Bequemlichkeit seiner spirituellen Welt, indem er seine letzte Energie nutzt, um ein Gespräch mit Victor zu führen. Die beiden verabschieden sich ein letztes Mal auf emotionale Weise, bevor Ben im schimmernden Blaulicht verschwindet. Während jedes der Geschwister sein Bestes gibt, um voranzukommen, bleibt es dem einzigen nicht lebenden Menschen der Gruppe überlassen, den Tag zu retten. Seine Abwesenheit bei The Umbrella Academy hatte einen spürbaren Einfluss auf die Gruppe und die Fans erkannten, dass es vielleicht einfach an der Zeit war, dass er weiterzog. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, dass Rick und nicht Morty auf dieser Liste erscheint. Sicher, Morty hat durchaus seinen Anteil an tränenreichen Momenten. Das Durchleben einer ganzen Beziehung und eines erschütternden Flugzeugabsturzes, bevor er zusehen muss, wie alles durch ein versehentliches Zurücksetzen der Zeitlinie ausgelöscht wird, war für ihn herzzerreißend, obwohl viele Fans lachten und die humorvolle Seite sahen. Doch es ist Rick, der einen Schlag in die Magengrube bekommt, als er erfährt, dass sein Unbekannter, inzwischen zum Feind gewordener Tony, der Toilettenmann, verstorben ist. In der Episode The Old Man and the Seat wird Ricks Vorstellung von einem privaten Toilettenhimmel durch einen Außenstehenden gestört. In der Absicht, ihn dafür bezahlen zu lassen, setzt Rick alles daran, sich zu rächen, doch Tony ist nur freundlich zu ihm. Einen so süßen und höflichen Charakter nur wenige Minuten lang auf dem Bildschirm zu sehen, ist an sich schon schwierig. Doch es ist Ricks plötzlicher emotionaler Kompass, der diesen Moment für die Fans zu einem echten Schockmoment macht. Wie ein Redditor erklärte, wollte Rick schon immer Beziehungen haben, die etwas bedeuten, doch er sieht dies auch als einen schwachen Teil seiner Persönlichkeit. Wie es sich für Rick gehört, macht ihn die Freundschaft, die es nie gab, eher verbittert als mitfühlend. Relativ unerwartet ging die Sensibilität von Casablanca in die Hitserie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert über. Die Existenz dieser speziellen Episode ist für die Fans etwas beunruhigend, da sie auf IMDb eine magere Durchschnittsbewertung von gerade einmal 6,5 hat. Auch wenn der Inhalt von We'll Always Have Paris nicht beeindrucken konnte, so rührt der letzte Moment doch an das Herz. Die Fans erfahren, dass Picard und seine Ex Janice sich ursprünglich im Jahre 2342 im Pariser Café des Artistes treffen sollten, doch Picard erschien nicht. Picard, der sich immer mehr mit dem Leben auf dem Schiff als mit seiner romantischen Beziehung zu Janice beschäftigt, beschließt, sich zu trennen. Und es gelingt den beiden nicht, einander aufzuspüren. Der emotionale Höhepunkt kommt, als Picard und Janice endlich wieder zusammenkommen. Der Abschied der beiden ist bittersüß, denn einige Fans meinen, dass Picard doch nicht so ein toller Kerl ist. Die Redditoren sind sich einig, dass die Beendigung dieser Beziehung charmant ist und einen emotionalen Blick darauf wirft, was passiert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es sich erhofft hat. You're wonderful. Was Supernatural betrifft, so ist Swan Song eine Episode, die den Puls der Fans in die Höhe treibt. Im Finale von Supernatural Staffel 5 wird angenommen, dass Sam aus der Hölle zurückgekehrt ist, um etwas zu sehen, was er nie sehen wollte, nämlich einen domestizierten Dean. Die Entwicklung bis zu Sams Erkenntnis ist tödlich, denn Lucifer hat bereits das Leben von Castiel und Bobby gefordert. Während Sam seinen Körper als Gefäß anbietet, kehrt Dean zu Lisa zurück. Die herzzerreißende Schlussszene zeigt Sam, wie er vor Lisas Haus steht und der glücklichen Familie
Familie beim Abendessen zusieht, als ob nichts geschehen wäre. Die Emotionen kochten schon vor der Ausstrahlung der Schlussszene hoch und Redditoren kommentierten das Wechselbad der Gefühle zwischen Sam und Dean im Kampf um die Rückgewinnung der Kontrolle. Doch die letzten Momente sorgen für eine andere Art von Aufregung und wirken fast wie eine Enttäuschung gegenüber dem, was vorher kam. Auch wenn Dean davon ausging, dass er Sams Wunsch erfüllt, ihm ein normales Leben zu ermöglichen, widerspricht die Domestizierung der Winchester-Jungs völlig ihrer Jägernatur. Trotzdem sind sich einige einig, dass dies ein perfektes, tränenreiches Ende ist. Für das Ende von Staffel 3 beschlossen die Produzenten von Misfits, sich mit einem Knall zu verabschieden. Eine der vielen katastrophalen Folgen der Episode ist der Tod von Alicia, der zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt eintritt. Alicia stößt zufällig auf eine untote Rachel während eines rachsüchtigen Messerangriffs auf die Misfits. Rachel schneidet Alicia die Kehle durch und sie verblutet in Simons Armen. Als die Serie im Jahre 2011 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, ließ Alishas Tod die Zuschauer in ihre Sofakissen schluchzen. Es gibt viele Fandiskussionen darüber, welcher Tod in Misfits wirklich der traurigste war, und Alishas Tod wird oft als der beste bezeichnet. Einem Redditor zufolge ist ihr Tod so traurig, weil er so vielschichtig ist. Der zukünftige Simon weiß wahrscheinlich, was mit ihr passieren würde, und das bedeutet, dass ihre Beziehung in einer Endlosschleife feststeckt. Die Reaktion des Rests der Bande ist schwer mit anzusehen, da jeder von ihnen machtlos und unfähig ist, die Situation zu ändern. Ungeachtet der landläufigen Meinung ist der Mord an Alicia unbestreitbar kalt und gefühllos und hätte leicht verhindert werden können, wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen wäre. Star Trek Raumschiff Voyager verliert in Episode 23 von Staffel 7 ein wertvolles Mitglied seiner Crew. Nachdem er eine Kolonie von Talaxianern gefunden hat, denen er helfen möchte, entwickelt Neelix Gefühle für Dexa und ihren Sohn Brax. Dies lässt ihn nach Beendigung seiner Mission im Zwiespalt zurück. Auch wenn der Grund für seine Abreise durchaus nachvollziehbar ist, so ist seine Abreise doch voller Emotionen. Während seine Besatzungsmitglieder die Gänge des Schiffes säumen, um ihn zu verabschieden, verlässt Neelix die Voyager mit zitternden Lippen und einem Gefühl der Hoffnung auf seine neu gefundene Romanze. Da er selbst nie ein offizieller Offizier der Sternenflotte war, wussten die Zuschauer nicht, wie der Abschied von Neelix aussehen würde. Und die Antwort war sehr emotional. Einige Fans haben die Folge seitdem gelobt, während andere in Frage stellten, warum er sich überhaupt zwischen der Romanze und Voyager entscheiden musste. Der ausführende Produzent Kenneth Biller sagte damals gegenüber Cinescape: "Wir haben uns oft gefragt, was würde passieren, wenn Neelix auf Talaxianer treffen und eine Entscheidung treffen müsste. Ich habe schon sehr früh in der Staffel gesagt, dass ich diese Geschichte nur machen würde, wenn Neelix geht."